So, hallo, ich mache heute mal wieder ein neues Video, das letzte ist ja schon ein bisschen her und ich möchte euch Ritzel Motorhalter, Getriebeabdeckung und Ritzelabdeckung von Biedermann zeigen. Fangen wir hier mal an, Farben können natürlich wie immer gewählt werden. Das ist die Abdeckung für Modul 1,5. Viele haben schon einen Motorhalter anderer Hersteller. Hier habt ihr diese Kante drin. Da müsst ihr schauen, ob die mit eurem Motorhalter zusammenpasst. Entweder müsst ihr die Kante kürzen oder am Motorhalter etwas abfeilen. Wenn ihr den Motorhalter von Biedermann nimmt, der hat hier diese Ecke drin. Da passt diese Kappe gut rein. Die hat übrigens auch noch eine weitere Funktion, nämlich dieser kleine Halter. Der ist beim Biedermann Ritzel Set mit dabei. Sieht so aus, Modul 1,5. 30er Hauptzahnrad, Ritzel gibt es in 20, 25 und auch 30. Wobei 30 hier nicht drunter passt. Die Welle ist mit dabei. Das ist das 30er Hauptzahnrad. Lager. Und dieses Zahnrad ist original vom X-Max. Ich habe es schon mal zusammengesteckt. Da ist eine D-Bohrung drin. Mit Madenschraube. Und das bauen wir gleich zusammen ein. Dann haben wir die kleine Getriebeabdeckung. Super passgenau gefräst, passt perfekt ins Bulkhead. Sonst nichts Spektakuläres. So, und hier ist der Motorhalter. Der 800 kV von Hobbywing ist schon fest. Ritzel ist schon drauf. Das 25er, 1,5 Modul. Madenschraube. Die habe ich jetzt einfach nur mal angezogen, dass sie, die sitzt nicht richtig auf der Welle. Ich wollte es nur mal zum Zeigen, kurz einmal montieren. Der Motorhalter hat einen Schlitten. Mit diesen beiden Schrauben könnt ihr dann den Motor hoch und runter schieben. Das nächste ist unten an der Verschraubung eine kleine Nase. Das heißt, dieser Motorhalter passt nur einmal in den X-Max. Wir haben, kennt ihr, die Langlöcher zum Befestigen. Diese. Und die. Und das. Und diese Nasen fassen genau in diese Langlöcher. Schraube von unten rein. Und dann kann sich der Motor nicht mehr verrutschen. Sitzt perfekt und stramm drin. So, jetzt will ich mal schauen, ob ich es irgendwie so. So muss es doch gut zu sehen sein. Also, Welle mit Ritzel eingesetzt. Das Lager, das Zusatzlager, einfach nur draufstecken. Das wird nicht irgendwie festgeschraubt. Das sitzt einfach in dieser kleinen Aufsparung im Chassis. Ich habe keine Antriebswellen drin, rundum. Das heißt, wir können es alles frei bewegen. So, meine Getriebeabdeckung, die war schon mal verbaut, wie ihr seht. Festdrücken und schon sitzt schon alles. Perfekt drin. Schrauben rein. Oh, Mensch.
kurze Schrauben rein. Schrauben sind locker drin, alles bewegt sich, kein Problem. Ich habe jetzt schon von zwei Kunden gehört, dass wenn man diese Schrauben anzieht, dass sich dann danach nichts mehr dreht, weil sich die Welle verkantet oder sonst irgendetwas. Aber dieses Problem habe ich hier nicht. Hier kann man ganz leicht drehen. Die Diffkaps drin mit. Also alles gut. So, dann kommt der Deckel. Ich zeige euch einmal, wie die Nasen unten drin sitzen. Ich sage, der passt nur einmal und dann verrutscht er auch nicht mehr. So, wie zeige ich das am besten? Sehen, das Loch ist frei, die Nasen sitzen drin, da Schrauben rein und das Ding bewegt sich kein Stück mehr. Kleines Aber, das Ding soll da ja noch rein. Wenn ihr den Motor jetzt festschraubt, dann kriegt ihr die nicht mehr rein, eben wegen dieser Kante. Deswegen zeige ich euch noch mal, wie die sitzt. Übrigens könnt ihr die, Moment, hier vorne durch, dann braucht ihr oben den Käfig nicht abschrauben und dann, könnt ihr das sehen, sitzt das Ding richtig sauber drin. Da wird von oben das Lager gehalten. Ja, perfekter Abschluss. Passt wirklich sehr schön. Aber wir wollen ja den Motor auch einbauen. Also das Teil kurz wieder raus. Motor rein. Jetzt hier rüber. Und fummeln. Ja, das war's schon. Okay, perfekt. Motor sitzt, Abdeckung sitzt. Schrauben. Haben wir Schrauben? Moment. Da gehen die kleinen rein, oder? Ja. Auch fest. Jetzt noch die Motorschrauben. So, die sind dabei. Die stecken eigentlich unten drin. Meine sind da. Ich mache das alles nur schnell provisorisch, weil es sind nicht meine Teile. Das heißt, die werde ich nachher wieder ausbauen und verschicken. So. Eine Schraube rein. Die anderen direkt hinterher drehen.
die Schrauben festzieht, eben gucken, dass die Nasen alle in den Langlöchern drin sitzen. Tun sie, ist alles gut. Und dann war es das eigentlich schon. Ritzelspiel müsst ihr halt einstellen, indem ihr den Motor anschraubt ohne Ritzel. Motorhalter festschrauben, die 4 Schrauben. Und dann mit dem Schlitten einstellen, alles fest anziehen, einmal einstellen. Und dann könnt ihr den Motorhalter im Ganzen wieder abnehmen. So, Probefahrt. Wie hören sich die Ritzel an? Laufen sie sauber? Sind sie ruhig? Machen wir selbstverständlich ein 8S. Jetzt hört mal, wenn ich vom Gas gehe, wie lange der Motor noch nachdreht. So schön leicht und sauber läuft die ganze Angelegenheit. Ich finde es richtig cool, dieses Zusatzlager, die Abdeckung, der Motorhalter, die Getriebeabdeckung. Das passt einfach alles perfekt zueinander. Deswegen war es mir wichtig, dass ich mal dieses Video mache, damit ich es im Video kann, jetzt halt einfach besser zeigen. Und ja, das war's schon. 800 kV, Modul 1 zu 5, Motorhalter, Abdeckung, Ritzelset und die kleine Getriebeabdeckung. Freie Farbwahl. Und wenn ihr es bestellen möchtet, sagt mir Bescheid. Wir haben mittlerweile auch die zweite Variante Motorhalter mit Echtcarbon-Lüfterhalter. Kostet 10 Euro mehr. Also erschwinglich. Auch die Nasen dran. Alles wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden.